Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Vurago und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry 2, den neuen Offroad Simulator. So, natürlich nicht. Unsere Mission ist einfach mal hier vorzukommen und zu schauen an den Funkmastweg daran. Weil bei den Funkmasten gibt es immer Attentatsmissionen und davon hätte ich gerne mal wieder eine. Aber erstmal müssen wir noch an den einen Posten hier vorbei, den wir auch zum x-ten Mal jetzt aufräumen werden. Oh, hier hoch. Ran an das MG hier. So. Wie schaut's hier aus, Jungs? Du läufst dann auch rumpelst ein bisschen durch die Gegend. Ah, jetzt toll, brauchen wir Malaria-Pillen, ja. Extrem ungünstig Malaria-Pillen zu der Zeitpunkt. Aber jetzt haben wir Zeit. Eins hinter die Binde geworfen hier. Und rein geht das Getümmel hier. Nimm mal die kleine hier. Ja. Sieht doch super aus hier. Da noch Feuer noch am Brennen hier. Und Medikit brauchen wir auch keins, es geht supi. Die Wasserflasche wird auch. Ne, ah ja, aber hier, wenn wir da mal zuschlagen, brauchen wir ordentlich mal Munition. Hatten ja einen klitzekleinen Verbrauch die letzte Zeit. Und jetzt geht's hier lang rum. Hat noch mal geklappert im Gepäck. Irgendwo hier. Muss es ja zu besagten Funkturm gehen. Ah, da ist er. Da steht er ja auch schon rum. Okay, wie kommen wir da rauf? Ah, hier lang rum. Alles klar. Glaube ich jedenfalls. Ja, hier geht der Weg rum. Und dann haben wir eine neue Mission, würde ich sagen. Die Gelegenheit zu schlagen. Aha. Gehen Sie zu der auf Ihrer Karte markierten Position und eliminieren Sie die Zielperson. Bei Erfolg wird die übliche Bezahlung in Rohdiamanten auf Ihr Konto transferiert. Das ist praktisch. Mal gucken, wo die Zielperson ist. Bestimmt wieder am Arsch der Welt. Ne, sag ich doch. Am Flughafen. Einmal quer durch die ganze scheiß Hütte hier. Dann können wir wieder zurück zum vom Busbahnhof oder. Wir fahren die Straße aber ein Stückchen weiter. Da kommt noch ein Waffenhändler. Da können wir noch ein bisschen gucken, ob wir mal einen Diamanten haben, ob wir die unter Leute bringen. Oh, kam. Ich glaube, ich bin ja im Irrenhaus hier. Ist der Posten schon wieder voll besetzt? Aber das ignorieren wir einfach jetzt mal. Weil wir haben Wichtigeres zu tun. Und zwar, wir haben ja, wie gerade gehört, die Gelegenheit zuzuschlagen. Und das sollten wir dann auch tun und sollten einfach mal auch die Gelegenheit nutzen, zuzuschlagen. Aber mal gucken. Ah ja, jetzt hier lang. Da vorne ist dann schon die Gabelung. Dann kommen wir dann auch zum Waffenhändler. Genau. Hier lang rum. Und da vorne ist er ja schon. Mein. Du kannst ja echt keine 5 Meter weit fahren, ohne dass irgendwelche Zielscheiben über den Weg laufen. Einmal aussteigen, einmal reparieren. Was wir die Kanier letzte Zeit zusammenflicken, ist schon nicht mehr schön. Da sollten wir vielleicht auch mal gucken. Da gibt es ja auch Upgrades für schnelleres Zusammenflicken. Mal
gucken wir mal, irgendwie was Praktisches anfangen können mit unserer Kohle. Ja, haben wir denn überhaupt Kohle? Weiß ich gar nicht mal. Ja, mal gucken, wie viel Kohle wir eigentlich haben. Ah, 18. Können wir natürlich Waffen kaufen. So eine MP wäre auch nicht schlecht, aber die kostet deutlich mehr. Fallpistole, alles nett. Brauchen wir aber momentan nicht. Gehen wir mal rein in die Upgrades hier. Haben wir da irgendwas zum Kaufen? Ja. Die Mac können wir upgraden. Reparaturverbesserung. Kampfschrank. Nee, setzen wir auch mal nicht. Wir werden mal einfach gucken, dass wir hier vielleicht unsere Sachen verbessern können. Sekundäre Waffenkiste. Naja. Dann können wir eine zweite Waffe da ablegen. Nehmen wir mal einfach mit, weil da kann man ein bisschen was vorlagern. Und dann, wenn wir schon dabei sind. Oh, die Drugger noch. Natürlich, die können wir verbessern. Die Mac auch. Einfach mal bezahlen. So, raus da jetzt. Erstmal upgraden, was wir da haben. Die zweite Waffenkiste ist halt ganz praktisch. Da können wir nämlich da noch eine andere Waffe ablegen. Und zwar hier drüben. So. In die erste sollten wir auf alle Fälle mal die reinlegen. Da fällt immer die rote AK runter. Okay, ihr müsst... Ah, Spezialwaffen. Wo ist die zweite Waffenkiste? Ah, hier. Raus die Schrotthaufen hier. Und das hier eingesackt. So, was natürlich ganz praktisch, wenn man das halt hinterlegen kann in der Sekundärwaffenkiste hier. Wo ist denn die eigentlich? Ach da, die kleine. Die Sprengfallen da reinlegen. Okay, und dann können wir die Uzi mitnehmen. So, das Ding nehmen wir auch noch mit, aber da haben wir gleich ein Upgrade sozusagen. Und dann passt das. So, wir werden aber trotzdem das ändern. Die Uzi da rein, weil für das Attentat wäre vielleicht ganz praktisch, wenn wir Sprengsätze dabei haben. Achso, Munition mitnehmen könnten wir auch schon mal, wenn wir hier sind. Da haben wir genug, aber Benzin nicht und Granaten nicht. So, super. Da haben wir das Problem auch geklärt. Jetzt mal gucken, wie wir da hinkommen. Entweder wir fahren einmal querfeld ein durch. Weil natürlich auch gehen würde. Gucken wir mal auf die Karte her. Ja, machen wir auch. Da haben wir noch gleich ein paar Stützpunkte zum Freilegen. So. Dann fahren wir einfach den Weg mal weiter. Bei der nächsten Gabel haben wir den nächsten Fanclub. Und gucken wir. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Diamanten. Wie gesagt, Busfahren hat den Nachteil, dass man keine Diamanten findet. Nächste Kreuzung, wissen wir, da wartet dann wieder einer auf uns hier. Was auch mal auch gut ist, einfach mal nicht Gas geben und einfach mal lauschen. Weil manchmal hört man schon ein anderes Auto. Okay, da vorne ist die Gablock. Okay, vorsichtig rauf. Radar, das geht ja. So, mein Freundchen da hinten, da. Okay. Dann dringen sie raus aus dem Auto und zwar schnell hier hinten hin und was verbinden. Du, das war knapp. Muss er lassen. Mehr als knapp. So kommen wir aber nicht weiter hier. Okay. Okay. Die Frage, wo feuert der Freund? Da wollen wir mal die Sache ändern jetzt hier. Okay. Es gibt ja einen wilden Scharfschützen. Okay.
So. Wo ist der Freund? Wir wissen, dass er da ist. Okay. Und der macht dolle Aua. Weil langsam ist es persönlich. Scharfschützen sind scheiße. Okay. Oh, da sitzt der. Ah, jetzt hat er sie verraten. Oder auch nicht. Bist du mein Bruder? Das war ja die ganz große Kacke da. Aber gut. Haben wir auch geklärt. Weiter im Text. Blick auf die Karte. Die Richtung. Da, und da wartet noch ein von uns unerkannter Stützpunkt. Ich denke mal, Ziel sollte man haben, doch alle Stützpunkte wenigstens einmal besucht zu haben. Oh. Oh, Jungs. Da war noch einer am Rumlaufen. Oh. Alles klar. Sollen wir uns mal hier umschauen und mal vielleicht noch was finden? Zum Beispiel sowas wie ihn hier. So viel zum Thema Treffer. So viel zum Thema Hitbox. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Medizin, Wasserflaschen, irgendwas. Aber sieht nicht danach aus. Aber noch Munition. Munition ist auch super Sache. So, das ist auch toll. Das war so ein Stützpunkt, der ja nicht eingezeichnet war. Aber gut. Hat uns nicht wirklich schockiert. Nur ein bisschen Munition gekostet. Ah, ne, auch nicht. Haben wir ja wieder aufgefüllt. Aber ein bisschen Leben. Oh. Jetzt regnet das Ganze und hier an der Brücke wartet der Nächste auf uns. Haben wir aber jetzt keinen Bock hier. Hey, die Schneiperkacke schon wieder los, ja. Wechsel mal hier drauf, ja. Und mal wieder ein Scharfschützen. Na, ich natürlich die. Okay. Alles klar, Medipack aufgenommen. Dankeschön. Da wissen wir, was der Problem von den Wachposten ist. Okay. So, auch geklärt das Problem hier. Ein Problem mit dem Scharfschützen noch nicht. Ja, ist auch arg dunkel, aber es war relativ schwer, den wahrscheinlich zu finden. Ja, lass mal den Scharfschütz mal. Also, hier war noch ganz deutlich irgendwo blinken. Ich hab's auch, glaube ich, schon gesehen erst. Oh, wo gibt's nämlich hier noch einen lustigen. Okay. Jetzt haben wir es gesehen. Irgendwo von da. Nur eine Vermutung.
Ja, solange der rumballert, kann man den in Ruhe nach dem Medik suchen. Und ich habe keine Ahnung, wo der ist. Wir vermuten mal irgendwo da oben. Gehen wir mal hier den Weg lang runter und dann lassen wir das auch für heute, weil ich denke mal, die Zeit ist auch schon wieder rum. Ich denke nicht nur, ich weiß es. Und das pissige Wetter sorgt nicht dafür, dass wir besser vorankommen hier. Gut, jetzt sind wir auch noch ein bisschen erschöpft. Und irgendwo ballert da oben einer. Und ich habe den Weg verloren nach oben. Ah ne, hier geht's wieder lang. Wir bewegen uns mal nach da oben. Und dann weiß ich noch nicht, was wir dann tun. Auf jeden Fall ist da oben noch einer unterwegs. Ein Scharfschütze, wo wir keine Ahnung haben, wo der ist. Also alles perfekt. Meine Vermutung ist irgendwie da oben. Okay. Ah, jetzt haben wir ihn. Die Frage, kommen wir irgendwie da rauf zu dem Freund? So, jetzt aber. Gut, da haben wir doch noch ein bisschen überzogen, den Scharfschützen gefunden. Und da können wir ja beim nächsten Mal in Ruhe gucken, ob wir irgendwo die, das Köfferlein finden mit der schicken Diamanten, weil das haben wir uns jetzt ernsthaft verdient. Das war anstrengend genug als solches, aber dazu beim nächsten Mal mehr. Jetzt kommt nämlich nur eins und das ist die Endcard. Das hier am Ende, das ist die Endcard mit einer Videofilm und zwar Let's Play Borderlands 2. Wir sind zurück auf Pandora und zwar nach der ersten Kammerjäger. Und haben mit Hans und Jack zu tun. Was da so passiert, das seht ihr nur, wenn ich angucke. Let's Play Borderlands 2. Wenn ihr Bock auf Shooters habt und ähnliches, dann abonniert den Kanal, werdet ein Teil der Gruppentherapie. Das wäre persönlich super, super viel Rauch. Wenn ihr noch einen Kommentar da lässt unten im Kommentarbereich, dann habe ich was zu lesen und zum Antworten. Und dann habt ihr was zu lesen. Eine Win-Win-Situation. Was auch noch besser kommt, ist ein Daumen oben. Wenn es euch gefallen hat, ein Daumen oben. Wenn nicht, ist auch okay. Denn ich bin MacWurago und sage Servus und Ade.